Meine Sammlung an Venusfliegenfallen oder auch lateinisch Dionaea muscipula, die zeige ich euch heute. Und wie ihr im Hintergrund sehen könnt, befinden wir uns nicht im Gewächshaus, sondern im Wald. Wer meine älteren Videos kennt, weiß, dass ich ab und an im Wald gedreht habe. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, wie gerade schon im Einleiter erzählt, befinden wir uns jetzt im Wald. Unsere Nachbarn sind nämlich draußen, haben ein kleines Kind bekommen und viel Besuch ist da. Es ist relativ laut, da kann ich nicht im Gewächshaus aufnehmen. Daher bin ich jetzt hier in den Wald gegangen. Ich musste mich erstmal durchschlagen durch das ganze Gebüsch. jetzt befinde ich mich hier voller Dornenstiche und Brennnesseln haben mich auch noch angegriffen. Jetzt erzähle ich euch mal was zu meinen Venusfliegenfallen. Ich habe mir vor 3 Jahren eine große Menge nicht spezifischer Venusfliegenfallen bei eBay bestellt. Ich war noch jung und naiv. Und natürlich gibt es da keine Bezeichnung für. Deswegen alle, die ich jetzt hier habe, haben von mir eine individuelle Nummer bekommen. Und die lasse ich jetzt auswachsen und versuche sie ganz genau zu beschreiben. Was dann, und ich werde die dann so auch unter dieser Bezeichnung dann verkaufen, zum Beispiel Dionaea muscipula 001. Ich kann ja keine Pflanze, wo ich den Namen nicht weiß, da kann ich sie doch nicht einfach unter einer Bezeichnung verkaufen. Deswegen bekommen sie meine individuellen Bezeichnungen. Und wer sich interessiert, bekommt dann eine detaillierte Beschreibung, wie diese Pflanze wächst und wie sie aussieht und kann dann entscheiden, ob er sie haben möchte oder nicht. Die einzelnen Pflanzen möchte ich euch jetzt einmal näher vorstellen. Also los geht's. Fangen wir mal mit der typischen Dionaea muscipula an, hier mit der DM001 bezeichnet. Sie wächst rosettenförmig, keine hochwachsenden Blätter und Stiele. Die wird tiefrot im Inneren der Falle und bildet Fallen von 2 bis 3 cm Größe. Meine zweite Pflanze unterscheidet sich stark von der erstgenannten, denn sie wächst sehr nach oben, also die Stiele wachsen nach oben, hat relativ kleine Fallen, die werden vielleicht noch etwas größer, je älter die Pflanze wird, und sie nimmt keinen roten Farbstoff an. Also es könnte sein, dass es sich um eine Greenform handelt. Die dritte 003 ist wie die vorher genannte, aber sie ist auch nur grün, bildet auch nur eine Rosette, keine hochwachsenden Stiele. Was merkwürdig ist, dass sie zu Anfang immer sehr grün ist und in Richtung August, September nimmt sie sehr leichte rote Farbzüge an. Könnte, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was es sich hier handeln könnte, was da reingemischt ist. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Die Fallen werden auch zu ungefähr 3 cm groß. Meine Nummer 4 habe ich mit offiziellem Namen gekauft. Das ist die UK Sawtooth 2. Sie wächst nach oben hin. Also die Fallen, also die Stiele wachsen nach oben hin. Die sind zusammengewachsen und mit der Zeit wird sie auch schön rot im Inneren. Meine Nummer 5. Die wächst ähnlich wie die gerade genannte Sawtooth 2. Die Fangzähne sind auch zusammengewachsen, aber etwas weiter spitz zulaufend. Und sie ist ein bisschen wuchsfreudiger. Die Fallen werden ebenso 2 bis 3 cm in der Größe und tiefrot im Inneren. Meine Nummer 6, die Akairiu, die kennt jeder. Wächst natürlich auch nach oben hin, also ist wunderbar purpurrot und hat einen leichten grünen Farbton an den Blattinnenseiten und nach außen. Wenn die klein ist, die Pflanze, ist sie tief purpurrot, da gibt es keine Ansätze von grün. Und dann noch meine Lieblings-Dionaea, die B52. Ganz im Frühjahr wächst sie rosettenförmig am Boden und bildet dann Richtung Sommer hochwachsende Stiele mit
momentan fallen bis 4 cm. Ich habe gelesen, bis zu 6 cm könnte sie groß werden. Aber die Pflanze muss ja schon ordentlich alt sein. Und die wird mit der Zeit natürlich schön tiefrot in der Falleninnenseite. Ja, das war auch meine kurze und schnelle Vorstellung meiner Sammlung an Dionaeas. Die ist nicht sonderlich groß. 7 Pflanzen an der Zahl sind das unterschiedlich. Ich habe natürlich viel mehr davon gezogen und hoffe darauf, dass sie größer werden, dass ich sie besser beschreiben kann. Mich interessieren vor allem Pflanzen Dionaeas, die riesige Fallen bilden. Und um diese möchte ich natürlich meine Sammlung auch erweitern. Derzeit habe ich da keine Zeit zu, beziehungsweise wenn ihr eine Mutation habt, die riesengroße Fallen bildet, ich wäre interessiert daran, also gerne anbieten per E-Mail oder in die Kommentare mit E-Mail über meine Website, Kontaktformular. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und über ein Abonnement. Wir sehen uns. Bleibt gesund.